ist leider noch sehr viel Hochwasser. Jo, servus die Marlon und grüß euch die Burm. Bin da wieder in bekannter Gegend bei der Donau unten. Wieder ein bisschen mal umzischen. Heute versuche ich, wie ich zu dieser Seilbrücke durchkomme. Man sieht da am Rand, es hat mindestens 1,5 Meter Wasser nachlassen. Und ja, ein bisschen gemütlich machen oder so. Gegessen haben wir auch wie immer genug. Also schauen wir, was uns erwartet. Ja, wir haben heute Sonne noch. Und ehrlich gesagt habe ich mit mehr Leuten erwartet, was spazieren gehen. Aber ich habe das Maßen da hinter Weg ist immer noch teilweise ganz schöne Pfützen, wo man nicht so leicht durchkommt. Dadurch vielleicht auch da weniger unterwegs. Ja, lassen wir uns überraschen. Ja, Springkraut gibt es auch noch in Hülle und Fülle. Nach wie vor lustig, wie das alles aufspringt. Aber viel lustiger ist, dass man eigentlich diese Blüten ja essen kann. Man muss bei denen nur wirklich aufpassen und reinschauen, dass da drin keiner wohnt, weil sonst könnte es haarig werden. Ich habe heute diesmal die Route daheim geplant. Haben wir das Komoot einmal runtergeladen auf die Uhr. Ich möchte jetzt einmal nachschauen, wie genau das eigentlich ist. Aber ich denke, das funktioniert sicher gut. Ja, es braucht sich doch nicht 20 Kilometer warten. Da geht es vielleicht um 3,5, 4, 4,5 Kilometer. Mehr wird das nicht werden. Ja, ich müsste jetzt eigentlich da entlang, aber wir werden da noch oben schauen zu dem Überlauf. Da ist einiges noch los. Da hinten sind noch ein paar Schwäne. Ja, die Schwäne ziehen da hinten davon. Die begeben sich in Sicherheit, obwohl es von mir haben sie sicher nichts zu befürchten. Und jetzt schauen wir da mal einen Blick durch. Wirklich sehr schön da. Da habe ich jetzt erst gerade ein paar Fischspringer gesehen. Natürlich, wenn man die Kamera drauf hält, nicht, aber ist halt so. Schaut ein bisschen trüb aus, aber das macht nichts. Wir werden da jetzt einmal zu der Seilbrücke schauen. Wow, das Platzl kenne ich noch gar nicht. Da liegen ein paar Boote. Ja, da schauen wir mal rüber. Ja, da ist der Schwan auch da hinten. Nebel unter dem Wasser gewesen. Ja, schöne Gegend da, wunderbar. Ja, das schaut ein bisschen neu aus, das Boot. Okay, das dürfte ein U-Boot sein, so auf die Art. Da springen die Fruscheln gleich. Tschak, 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 tschak. Da führt man da einen schönen Ausblick für auf meinen Ausberg. Da vorne wird man wahrscheinlich gar nicht hängen, da kann man lauter Schwäne. Ja, da dürften die Karten von Komoot auch nicht so stimmen, weil wo soll ich da probieren? Da ist nichts. So, ich habe da jetzt einen anderen Weg eingeschlagen. Ja, der dürfte schon länger nicht befahren gewesen sein. Ja, schauen wir. Raffenspuren sind auf alle Fälle da. Machen wir wieder auf Winnetou. Ja, 4 Tage und 6 Stunden alt. Weiter. Ja, schon ein Dschungelfeeling. Und da haben wir das Wasser und. Also, irgendwo muss die Brücke da sein. Ich schaue, was ich finde.
Ich war bei uns an der Außenbahn da. Ich weiß nicht. Wo ich da oben zu sind, die Spuren, da ist die Hölle los. Kann man wahrscheinlich alles aufmachen. Ja. Ich glaube, das schaut gut aus. Aber da haben wir die Plattform. Dürften keine Säule mehr sein. Schauen wir mal von da vorne ein bisschen besser sehen. Sehe ich zwar nicht viel besser durch, aber ich sehe da oben keine Säule mehr. Ja, da ist die Plattform, aber da ist keine Schnur mehr um. Schade, schade, schade. Da kann man nichts machen. Wie gesagt, Plattform ist noch da, aber das war's leider. Ich hätte euch das gern gesagt, aber ja. Ui, was sehe ich denn da? Bin ein bisschen geschützt, aber fang gerade zum Ring an. Ja, im Wasser kann man sehen, dass es leicht ringt, aber harmlos, harmlos. Ja, jetzt ist die Frage, bleibt es bei dem leichten Ring, wird stärker? Der Vorhersage war nicht wirklich irgendwas. Wird hoffentlich da nur ein Wickel sein. Ja, ich bin da jetzt da wieder auf einen Weg heraus. Ich werde nichtsdestotrotz mir da jetzt noch einen Platz, wo da drin suchen. Ich werde mich da einmal ein bisschen seitwärts einschlagen. Sehr schön herin. Da suchen wir jetzt irgendwo ein schönes Platz. Es sind so viele Platz, alle so schön. Ich kann mich gar nicht entscheiden. Ja, irgendeins wäre jetzt nehmen und aus. Ja, aber ist mir wurscht. Das Platz da wäre mir jetzt ein paar Leben. Da machen wir es gemütlich. Ja, ich bin da keine 15 Meter entfernt und das verschwindet eigentlich mein Hintergrund. Ja, ich habe mir mein Platz einmal aufgebaut. Die Sonne kommt auch wieder ein bisschen durch, aber da herin bin ich komplett im Schatten. Ich hoffe, das Bild wird noch halbwegs, weil mit der GoPro im Schatten hat ja die ihre Probleme. War nicht helles Bild, da haben wir ein bisschen auf, aber das ist so eine gemütliche Atmosphäre da herin, das ist sowas Geiles. Ja, meine Softschickeln sind wieder im Einsatz. Habe ich mal alles aufgehängt. So schaut das aus. Und ehrlich gesagt habe ich jetzt einen kleinen Hunger. Ich habe heute nicht was gut was dabei. Ich habe jetzt ein fertiges Püree dabei. Ja, also ein Erdäpfelpüree mit Röstzwiebeln und Croutons. Ja, das werde ich mir jetzt machen. Riechen tut es einmal gut. Perfekt. Ich hoffe, ich habe die richtige Menge Wasser. Da nehmen wir heute einmal den Löffel. Ich muss sagen, es schaut nicht so schlecht aus. Mahlzeit. Ja, mit den Croutons gar nicht schlecht. So ein kleiner Zwischendurchhappen. Ja, obwohl es gerade einmal 5 ist, ist da herin finster, wie wenn es schon halb eine war. Arg. War ein super Platz auch für Übernachtung. Also ich muss sagen, das hat mir jetzt geschmeckt. Das war jetzt wirklich gut. Ich werde mir jetzt noch mal einen Kaffee machen, also nicht noch einmal, sondern das erste Mal. Was jetzt kommt, wisst ihr, meine Krankensaison. Meine ersten Gedanken sind wieder bei euch, werdet ihr mal gesund. Und meine ganzen anderen werdet ihr mal ja nicht krank. Prost! Gut. Ja, da es nichts mit Regen wird, sagt auch die Wettervorhersage nichts, werden wir das Tarp dabei anbauen. Es ist da ein bisschen finsterer da drunter. Ja,
sehen kannst, da ein paar Bewegdauer. Ich habe noch ein bisschen ein kleines Video, was angetragen, was ich zeigen wollte von meiner Ausrüstung, was ich beim Kochen meistens dabei habe in letzter Zeit. Ja, ich würde sagen, es ist 6. Ich werde jetzt schon langsam da wieder ein kleines Schiff machen, räume alles zusammen und werde dann schon langsam wieder gemütlich heimgehen. So, das ist zwar eh alles ein Glas, aber da haben wir ein bisschen was drüber. Der Rest stellt sich eh auf. Habe ich nicht wirklich irgendwas vertreten. So, gehen wir. Schön wird da die Sonne durchblinzelt. Schöne Lichtschimmung jetzt auch noch mit der untergehenden Sonne. Kommt gut. Und durch die Locken muss ich jetzt noch durch. Ah, das ist ein bisschen tief für meine Halbschuhe. Dafür bin ich da außen umgegangen. Da sind sicher schädliche ausgerutscht, hoffentlich nicht ich. Ja. Geschafft. Das und das schaut mir nach einem Rillein aus. Und das ist mein Geselle, ein Wolf. Spaß natürlich, ein Hund. So Freunde, da wird jetzt nichts mehr Imposantes kommen. Ich verabschiede mich gleich unter den Hopfenbusch bei euch und sage wie immer, danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein. Wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und sage Servus die Mal und pfiat euch die Buben.